Sie haben dein Haus angegriffen. Es ist ein verfickter Kindergarten da draußen. Was als nächstes? Ein Kind mit einem Sack voll von Waffen und einem Kopf voller Videogames wird macht das Haus in einen Schießstand oder so. Ach, egal. So, und jetzt hatte er irgendwie so seine Gedanken daran, dass er, dass die Cleaner, also die Hausmänner da ihn beobachten, und er dachte auch an Mona, irgendwie sowas. Und hatte da so seine Zweifel. Naja. Und keine Ahnung. Hier anscheinend, also es scheint so, als wäre Max Payne auf Vinnie Gognittis schwarzer Liste mit Leuten, die er gern tot sehen würde. Mona hat ihre Telefonnummer hinterlassen. Sie gibt ihm seine Adresse, sie gibt ihm ihre Adresse, und dann soll er zu ihr gehen. Und das tut er jetzt auch, und das ist ein sehr, 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 sehr komisches Level, kann ich auf jeden Fall schon mal sagen. Sehr, sehr, sehr verrückt. Da, ein Flamingo. Und Leute. Und so eine komische Serie, die hieß Address Unknown, und die lief mal bei diesem Spiel im Fernsehen oder so. Also zumindest nach der Story. So, jetzt darf ich erstmal hier laufen. Das ist ein ziemlich langweiliges Level, denn... Naja, eigentlich nicht. Hier, Noir York. Und, na okay, langweilig ist vom Zuschauen her nicht. Rauch. Boah, fuck it. Das ist... Auf jeden Fall, es sieht sehr schön gemacht aus. Auch wenn es natürlich nur so... Also, ich meine die Grafiken hier von diesen Papp-Sachen, die sind schon irgendwie meiner Meinung nach echt lustig. Hopp. Einfach mal übers Auto gesprungen, und jetzt kann ich hier runter. Going down. Yes, I'm going down. Und oh mein Gott, da sind Wissenschaftler. Und was machen sie jetzt? Ich bin jetzt hier unten, und da ist ein Flamingo, und da sind mehr Pappfiguren. Oh mein Gott, es ist ein Horrorspiel, und er wird den Hasen töten, glaube ich. Und das hier sind anscheinend ganz schön viele Drogensüchtige oder so. Was weiß ich. Schizophrenie. Ja, was tun sie mit ihm? Was tun sie? Oh mein Gott, da ist einer umgefallen. Ich glaube, das war nicht mal so geplant. Na egal, weiter geht's. So, dich können wir umschmeißen. Und was haben wir hier? Oh mein Gott, einen komischen Stuhl und... Schreie. Oh, oh, geh weg. So, geht doch. Aber schick gemacht, also wirklich. So ein Haus hätte ich gerne in echt. Oh mein Gott. So, jetzt, das wird auch geil. Seht euch den Flamingo an. Er folgt mir. Was passiert wohl, wenn ich einfach mal dieses Ding kaputt schlage? Na, genau. Blut. Na jedenfalls, hier kann man sogar durchgehen. Ja, das war kein Spiegel, das war einfach nur derselbe Raum, nochmal hinter einer Glaswand. So macht man also irgendwelche Tricks. So, die kann ich alle umrennen. Warum, weiß ich nicht. Aber sie fallen auch um, wenn ich nicht sie umrenne. So richtig so. Oh mein Gott. Eine Spritze, eine riesengroße Spritze. Und jemand betätigt einen Hebel und... Wusch. Schon ist offen. Also auf jeden Fall ist das irgendwie ein Gruselkabinett oder sowas. Sehr nett gemacht. Von den Entwicklern vor allem. Hier dreht man sich. Und ich muss irgendwie versuchen, hier rauszukommen. Wupsa, was ist auf der anderen Seite? Nix. Gut, also muss ich in die Richtung. So. Das ist auch schön. Wupsa. Als würden die auf mich drauf fallen, tun sie aber nicht. Ja. So. Telefon. Wow. Welcome to the next level.
Könnte glatt von Game One sein. So, hier haben wir einen sich drehenden Raum. Mir wird gerade schwindelig, also gehe ich hier raus. Escape. There is no escape. Okay. Da ist normalerweise der Ausgang, aber da ist wirklich kein Ausgang. Ich muss hier lang. Und hier gibt's eine Ballmaschine, die ist cool. Mal gucken, ob ich treffe. Nö. Na, doch, doch. Ich hab's geschafft. Haha. Upsa. Na komm. Kommt ihr Bälle. Und geht aneinander und wusch. Haha, getroffen. Ja, es macht sehr, sehr viel Spaß, das Ganze. Auf jeden Fall. Aber wir sind hier nicht zum Spaß haben. Obwohl, ich kann ja mal das Let's Play so machen, dass ich die ganzen lustigen Sachen zeige, die es hier zu machen gibt. So, hier muss ich jetzt erstmal hoch und so. Hopp. So, weiter geht's. Jetzt bin ich hier durchs Fenster rein und dort läuft eine Sendung Lords and Ladies. Ja. Was haben wir hier? Kerzen. Und ein Bild. Ich kann es nicht genau sehen, was da drauf zu finden. Ah, das sind Mona und ihre gute Zwillingsschwester. Wie die jetzt nochmal heißt. Oh Gott. Ich mache mich jetzt schon wieder ganz, ganz unbeliebt, weil ich nicht weiß, wie Monas Schwester nochmal hieß. Ich habe mir das nicht gemerkt. So richtig. So. So. Alles einsammeln, was hier gibt. Hier gibt es Äpfel. Naja, die kann man nicht einsammeln. Hier gibt's einen Boxsack. Das ist echt hammermäßig. Mili, bam, 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 bam. Yeah. So. Sie ist unter der Dusche und sie singt. Es gab sogar eine Möglichkeit, wenn man hier auf einer bestimmten Stelle eine Granate reinwirft, dann kann man sie nach draußen fallen lassen. Aber lassen wir das. Und sie ist dann wirklich nackt. Aber wir wollen ja diese Cutscene sehen, in der sie zwar nackt ist, aber leider nicht von vorn zu sehen. Ach, sowas aber auch. Kannst du mir bitte ein Handtuch geben? Sag ich doch. Oh mein Gott, ist das dreckig da drin, aber ansonsten ganz okay. Ah, Liebe liegt in der Luft. Jetzt, wo du hier bist, kannst du meinen Rücken sehen, während ich angezogen, während ich mich anziehe. Mann, Mann, Mann. Die gehen aber hart ran. Du musst mir mehr als das geben. Der innere Zirkel. Was ist damit? Aha. Achso, die geheime Organisation ist hinter allen, die ihre Existenz kennen. Und ich habe einen Kontakt. Alfred Wooden? Nein, jemand anders. Alfred Wooden ist aus dem ersten Teil bekannt, hatte dort irgendwie eine bestimmte wichtige Rolle, glaube ich. Und oder hatte er? Ich glaube ja. Ich würde sagen ja. Naja, was soll's. Jetzt hier, mein Lieblingslevel, The Million Dollar Question. Die 1 Million Euro-Frage oder so. Oder eben Dollar. Ist ja egal, welche Währung wir nun nehmen. Aber Dollar ist nicht so viel wie Euro, wenn ich jetzt den Kurs richtig im Kopf habe. Deswegen würde ich lieber Euro nehmen. Sie hat mir nicht die ganze Wahrheit gesagt. Lass uns gehen. Was? Aha. Also die sind ganz schön in Korruption und Dings Ermordung verwickelt. So wie alte Kulte damals. Was uns zu Assassin's Creed bringen würde. Aber wir spielen nicht Assassin's Creed. So, und die sind halt auch da. Die haben schon das Wachpersonal kaputtgehauen und getötet und so. So. Aha, die haben auf jeden Fall den. Also die haben anscheinend die Wachen dazu gezwungen, den Alarm auszuschalten, bevor die gestorben sind. So, jetzt sind die beiden hier über Headset verbunden, beziehungsweise sie ist dort an dem Computer und naja, er macht den Job. Und sie hat gerade gesagt, halt, du bist der Mann. So, sie kann Max also durchbringen, da ich jetzt selber gar nicht so laut gestellt habe, kann ich das kaum hören.
Ach, die reden gerade darüber, dass Mona in ihrem Kopf irgendwo eine Pistolenkugel hat. Und sie hat gerade gesagt, die ist immer noch drin, das hält mich konzentriert oder sowas. Wusch! So, weg seid ihr beiden. Aha. So, jetzt wird durch den anderen Eingang reingegangen, weil da komme ich nicht mehr rein. So. Und hier reden wieder zwei. Bäm! Haha, doppelt weg. Ja, ich weiß. Also ohne Zeitlupeneffekte wäre das jetzt nicht so toll vielleicht. Ah, hier. Die haben. Ich habe eine Leiche gefunden und die ist zu dünn, um derjenige zu sein, der mein Kontaktmann ist. Und die wollten anscheinend, also die haben den ins Bad geschliffen und naja, die wollten bestimmt gerade sauber machen. Hier ist der Wischmob noch.